Irgendwas läuft da draußen rum, aber das kann auch was ganz Harmloses sein, wie ein Schwein oder eine Kuh. Okay, ich müsste mir da auf die Hütte uns eine Art Aussichtstürmchen bauen. Und dann beim Anbruch des Tages rausschauen kann. Ach, die Sonne geht da auf, okay. Ich habe schon gedacht, die geht wieder unter. Das wäre ein ziemlich kurzer Tag gewesen. Okay, jetzt ist im Prinzip alles bereit, um das Häuschen noch ein bisschen zu erweitern und unsere kleine Waldhütte auszubauen. Wir müssen dann nochmal schauen, ob wir hier in der Nähe nicht auch noch irgendwie Kohle finden oder uns eben eine Mine anlegen oder eben eine Höhle erforschen. Und dann, praktischerweise habe ich ja hier Wasser und alles. Da kann man dann schon mal sich überlegen, wo man den Flachs dann anpflanzt. Alles klar, dann verabschiede ich mich, denke ich, und hoffe, dass das ein guter Zeitpunkt ist, um auch gleichzeitig die Episode zu beenden. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Auch wenn man es hoffentlich nicht gemerkt hat, sind wir mittlerweile in einer neuen Aufnahmesitzung. Es ist immer noch die Version 1.6. Liegt daran, dass nach Erscheinen der Version 1.7 eben noch quasi 3 Patches erschienen sind und die Mod-Entwickler quasi nicht so schnell damit nachkommen, ihre Mods zu aktualisieren. Deswegen wollte ich noch ein bisschen warten, bis die gröbsten Updates quasi durch sind und dann eben auf die Version 1.7 updaten. Das heißt, immer noch, wie ich schon in der ersten Episode gesagt habe, boxen wir Schafe noch und scheren sie noch nicht. Deswegen nicht wundern. In der Zwischenzeit habe ich mir auch überlegt, was wir aus unserem kleinen Gebäude hier machen. Ich dachte da an so eine Art Observatorium, also ein Turm aus Holz mit einer Glaskuppel oben drauf. Und dann hatte ich noch die Idee, da einen hübschen Anbau dran zu setzen und die beiden Gebäude quasi mit einer Art Glasübergang zu verbinden. Naja, ihr werdet ja sehen, wie das funktionieren wird und ob es so aussehen wird, wie ich mir das vorstelle. Alles klar, dann schreiten wir doch gleich mal zur Tat und bauen ein bisschen hier unseren Turm aus. Das Ganze soll ein Steinfundament werden, also die erste Schicht möchte ich aus Steinen machen. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich hier noch welche. Genau. Eier können wir einfach mal da lassen. Und damit markiere ich mir jetzt einfach mal die erste Reihe. Das heißt, die hier schlage ich schon mal weg. Natürlich reiße ich das Gebäude nicht ganz ab, sondern verwende das bisher Bestehende und baue es quasi so aus, wie ich das gerne haben möchte. 1, 2, 3, 4. Sagen, dann gehen wir noch eins hier rüber. Das sind 5, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So soll der Turm aussehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann noch einmal quer. Okay, wie wir sehen, ist der Turm, also ohne den geplanten Anbau, allein schon deutlich größer als unser
Dingen hier. Okay. Mache ich erstmal so, damit ich dann noch gescheit durch die Tür komme. Okay, und darauf aufbauend setzen wir jetzt eben Holz drauf. Müsste ich ja noch jede Menge haben. Das heißt, wir kommen da wahrscheinlich schon ein gutes Stück voran. Ja, diesmal, das müsste jetzt Episode 6 sein, habe ich auch mal für eine Uhr gesorgt. Das heißt, ich sehe immer, wann eine Episode zu Ende ist und weiß dann eben, dass ich mich quasi von euch verabschieden kann und kurz zwischenspeichern kann, damit, wenn Minecraft nochmal abstürzt, eben nichts verloren geht. Und dass ich euch dann in der nächsten Episode einfach wieder begrüßen kann. Und das ohne wirklich die Aufnahme zu unterbrechen. Das finde ich schon ganz praktisch. Gut. Sehr spannend ist das natürlich augenblicklich nicht. Aber ich hoffe, dass eine hübsche Basis dabei rauskommt. Alles klar. Da hinten sind noch jede Menge Schafe. Ah, die Sonne senkt sich schon wieder, also die Mittagszeit ist schon vorbei. Okay, dann, bevor ich den Schafen nachjage, setze ich hier lieber nochmal eine Reihe drauf. Darf natürlich auch nicht vergessen, wann ich dann den nächsten Boden hier einziehen muss. Ich habe mir tatsächlich einen kleinen Plan gemacht auf kariertem Papier. Ist ja praktisch. Also einen kleinen Konstruktionsplan. Übrigens während der Arbeitszeit, beziehungsweise selbstverständlich in der Mittagspause. So dass ich eigentlich schon genau weiß, was ich hier vorhabe. Und hoffe, dass es auch so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Okay. Wie komme ich jetzt hier runter, ohne mich zu verletzen? Okay, das hat ja schon mal geklappt. Alles klar. Das ist quasi der Grundriss des Turms. Jede Ebene werde ich... Wie hoch wird sie sein? 4 Blöcke und dann kommt quasi der nächste Boden. 1, 2. Obwohl die Bodenplatte zählt die mit. Nee, da wird ja der Boden drinnen verlegt. 1, 2, 3. Das sind 3, genau. Und dann oben hier 4. Alles klar, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt könnte ich nochmal gucken, ob ich dann noch die ein oder andere Stelle mit Erde auskleiden kann, damit die Lücken schon mal verschwinden. Oh, wir haben gar nicht mehr viel Erde. Na gut. Dann müssen wir eben an anderer Stelle die Erde abgraben. Zum Beispiel hier. Und da geht die erste Schaufel flöten. Dann graben wir halt mit den bloßen Händen weiter. Okay. Gut. Ja, so für die nächsten Folgen werden wir erstmal hier an dem Dingen bauen. Vielleicht noch nicht ganz fertig. Erstmal den Turm fertig, vermutlich. Und ja. Und dann, wenn wir das geschafft haben, haben wir eine gute Basis, um mal hier die Umgebung zu erkunden und vielleicht noch die eine oder andere interessante Sache zu entdecken. Ich finde allerdings immer noch, dass das Ganze ziemlich gebirgig ist. Ich hätte mir da ein bisschen flachere Stellen auch gewünscht. Na. So, Tür zu. Hübscher Sonnenuntergang. So, hier sehen wir jetzt schon, hier ist das Fundament. Das heißt, hier kann ich wahrscheinlich gefahrlos das Holz wegnehmen. Genau.
hier müsste das auch gehen, weil ich ja hier schon eine Wand gesetzt habe. Na. Sehr schön. Das heißt, jetzt können wir schön den Turm erweitern. In die Richtung noch nicht, weil... Na, weil... Dann stehen wir im Freien. Das wollen wir nicht. Okay. Viel mehr kann ich heute wahrscheinlich nicht mehr erledigen. Das Übliche nochmal. Ein bisschen sortieren vielleicht. Wir haben alles Nötige dabei. Nichts Überflüssiges. Wir haben sogar schon ziemlich gut Glas, um die Fenster einzubauen. Ja, Holz haben wir auch noch jede Menge. Naja, okay, jede Menge ist übertrieben. Aber ein paar Bretter können wir uns noch machen. Und schon wieder an der falschen Stelle geklickt. So, alles Holz zu... zu Holzbrettern verarbeitet. Haha, auf meiner tollen Uhr sehe ich jetzt, dass die Folge bald zu Ende ist. Okay, dann werde ich hier mal mich zur Ruhe betten und am nächsten Tag weitermachen. Hoffen, dass draußen nichts rumläuft. So wie nach der ersten Nacht mit der Spinne, die um die Ecke kam und mich ziemlich lädiert hat. Na gut. Okay, nach einer traumlosen und ereignislosen Nacht geht es nun weiter. Erstmal ein bisschen lauschen. Hört sich nicht so an, als wäre draußen etwas. Wovor ich hier ehrlich gesagt Schiss habe, ist, dass einfach um die Tür herum mal ein Creeper steht. Ups, das war jetzt nicht so schlau. Erste Reihe hier kann ich gefahrlos. Nicht wirklich. Das heißt, wir müssen heute schön das Haus ausbessern, damit unsere Erweiterung auch funktioniert. Also hier hinten sehe ich jetzt erstmal nichts. Das heißt, hier könnte ich vermutlich gefahrlos, richtig, das hier entfernen. Die Sonne geht hier hinten auf. Eigentlich ganz hübsch ausgerichtet, das Haus. Also auf der Rückseite geht die Sonne auf, auf der anderen Seite geht die Sonne auf, unter. So, jetzt traue ich mich hier einfach mal raus. Monster sehe ich jetzt so direkt keine. Was gut ist. Das heißt, wir können hier mal diese hässlichen, jetzt unnütz gewordenen Wände entfernen. Kletter ich jetzt auch mal hier rauf. Ich habe viel vor heute. Wieder ein bisschen sputen. Ich könnte natürlich auch, während ich hier Bauphasen einlege, in den Peaceful-Modus schalten. Dann kann man Tag und Nacht bauen. Aber eigentlich wollte ich in diesem Modus hier bleiben. Ich spiele übrigens die ganze Zeit auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Und mein Plan ist, das auch so beizubehalten. Okay. Das sollte es für Episode 6 gewesen sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode mit einer fortgesetzten architektonischen Meisterleistung wieder. Alles klar.